Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon. Ich hab's geschafft. Ich hab Sabrina gefunden. Eine Vision hat mir deine Zukunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese-Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, weise ich dir meine Kräfte. Warum wirst du dann Arena-Leiterin? Oh wow. Die sieht aber ganz anders aus als in der Serie. Los, Mia! Finte ist down. Nein, ich möchte nicht wechseln. Wow. Wow, 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 was ist denn da passiert? Nein, wir wollen nicht wechseln. Ein O-Mod. Ah, ich hasse Motten. Ich hasse Schmetterlinge. Ja, ich werde es öfter drum angeguckt wegen der Aussage, ich hasse Schmetterlinge, aber Schmetterlinge sind einfach nur bunte Motten. Okay, Omod ist mehr Käfer als Psycho, dann macht Salera das mit einem Flammenwurf. Schön. Yay. Ja, wir wechseln. Ob Ender das packt. Wir können es ja mal testen. Nein, 40! Nein, Ender packt das nicht! Nein, 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 nein! Izak. Psychokinese. Ah, bitte sag mir. Oh, wow, wow, tut das weh, tut das weh. Ich setz Knirsche ein, los. Okay, er sah die Attacke voraus. Das heißt, okay. Okay. Yay, Ender Level Up. Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich dachte, das hat sie vorausgesehen. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Sumpforden. Okay. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen befolgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm diese TM von mir. TM4. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Okay. Aber bevor ich mir den Scheiß da jetzt doch mal antue mit diesem, ne, nutze ich ein Fluchtseil. Ah, Freiheit. Okay, auf zum Pokémon Center. Und dann holen wir uns Relaxo, würde ich sagen. Weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Dazu müsst ihr nochmal auf die Karte gucken, wo das nochmal lag. Karte, Karte, Karte. Basis-Item-Tasche da. Ich meine, das war hier nach. Nee, warte, Moment. Hm. Das lag irgendwo rum. Ich meine, es war von Urania City aus gesehen nach Osten. Das heißt, wir gehen erstmal nach Urania City.
Ach ja, wir sind so schnell. Ach, der ist immer noch am Bauen. Eieiei. Ja, da ist das Relaxo. Gut, das speichern wir nochmal. Ach, wir haben schon 5 Orden. Wir haben schon über die Hälfte. Das Abenteuer ist hinter uns. Ja, aber spielt die Pokéflöte. Relax ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Dann. Oh, Relax ist weiblich. Schmeiß ihm mal Münzen in den Kopf. Noch mehr Münzen. Nein, noch mehr Münzen. Noch mehr Münzen. Okay, das reicht. Dann können wir jetzt schon Hyperball schmeißen. Nein, nicht Erholung. Okay, es hat eine Beere. Noch mehr Münzen. So. Superball. Dann brauchen wir jetzt mal Lady. Mach. Danke. Ja, dass du jetzt eingeschlafen bist, ist mir eigentlich Humpe. Relaxo wurde gefangen. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. Nein, ich möchte Relaxo keinen Spitznamen geben. Wäre es jetzt männlich gewesen, hätte ich einen Spitznamen gewusst, aber so... Nee. Ja. Ich sag mir, dafür ist keine Zeit. Schlafen meine Pokémon jetzt eigentlich? Ja, sie schlafen. Nochmal auf den Beutel. Auf die Karte. Gut, dann könnte ich ja jetzt als nächstes nach Fuxania City. Ja. Mö? Das ist eigentlich die Idee. Schreien wir mal kurz im Pokémon Center vorbei. Hä? Wettkämpfe, ich kann irgendwie nicht... Was zur Hölle? Aber wir haben doch schon mal... Du willst nicht gegen mich kämpfen, glaub mir. Aber Enna könnte ein bisschen mit den spielen. Komm, Enna. Ist das dein Ernst? Was ist mit dir? Ich habe doch mit denen gekämpft, alle. Na, da steht es einer. Pokémon Center, bitte. Das war hier oben, oder? Ja, sehr gut. Okay, dann... Wieder zurück. Oh, so viel Wiese. Und jetzt erwarten uns noch mehr Kämpfe. Fantastisch. Warte mal, hier gibt es noch eine bessere Angel, ne? Mein Bruder ist ja Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest, magst du auch angeln? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Ja, super Angel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist Kunst. Und ziellos, um den großen Fang zu landen. Ich habe eine Bitte. Fängst du mit dieser Angel ein großes Carp oder möchte ich es sehen? Meine Liebe zum Angeln steht meiner Liebe für große Carp oder nichts nach. Okay. Der steht also auf große Carpadors.
Ah, stimmt, ein Schlurp hatte ich ja schon. Das möchte ich nicht töten, weil Schlurp ist süß. Falsch, dann Beutel. Super Angel. Ich will das auswählen. Lass ich tauschen. Dann machen wir es halt so. Ach, darüber konnte man das auswählen. Okay, Pokémon am Haken. Ein Tranfugel. Okay, klappt es? Ja, okay. Hätte ich bedenken können. Okay. Tranfugels. Hallo. Elektrizität ist meine Stärke. Britze. Was zur Hölle? Rocker Xaver. Xaver ist auch ein toller Name. Ich schmeiß es mal mit Münzen. Stromkreis unterbrochen. No. Wow. Ey, 820, das kann ja nicht wahr sein. So, select. Ich glaube, Lady trifft es gar nicht. Könnte Anna das vielleicht noch regeln? Nein, Anna ist verwirrt. Aber ich kann ja trotzdem mal versuchen. Pokémon Lady. Was macht denn Mimikry? So, jetzt. Habe ich noch eine Chance, es zu fangen? Superball. Düdüm. Und tschüss. Dann halt nicht. Ja, ich möchte Zerschneider einsetzen. Hallo. Besitzt du einen Mondstein? Ich glaube, ich habe sogar drei. Nidoran, was jetzt hier beim Nidoran? Braucht man einen Mondstein, um das... keine Ahnung. Ah, nein. Aua. Ich habe doch noch irgendwo Gegengift, oder? Da ist eh Gift, sehr schön. Nein, ich. Oh Mann. Ich auf Lady, auf mir. Und dann ein Trank. Und noch eine. Ach, ich habe keine Tränke mehr. Okay. Ein Eisen gefunden. Hey. Oh, da fällt mir ein. Pokémon. Anna! Wasser-Pokémon! Du bist dran! Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ja, das ist richtig. Rasierblatt! Und tschüss! Rasierblatt! Und tschüss! Eigentlich sollte das schon Garados sein. Ich habe verloren! Ja, passt du.
Ja, ich möchte Zerschneider einsetzen. Eine Wiese! Neue. Oh, wow. Oh, wow, wow. Dann versuchen wir das mal zu fangen. Mann! Ich habe nicht einmal Glück, dass das Pokémon mit einmal in den Pokéball geht. Das klappt einfach nicht. Ja, immerhin ist es eingeschlafen. Ha, geht doch. Ein Waylord. Und es ist wieder eine Dame. Es gehört zu den größten Pokémon. Es hat seine Beute zusammengetrieben und verschlingt sie auf einmal. Okay. Nee, möchte ich nicht. Seitdem auf irgendwie ein großer weiblicher Wal sein. So, dann brauche ich jetzt nochmal. Ja, super dran. Und nochmal Supertrank. Nein! Ach. Ich glaube, an dem könnte man sich auch gut hochleveln. Oh, hier gibt es Simsala. Ich raste aus. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Tackle? Oh. Wow. Lady. Au, das tut ganz schön weh. Los, Lady. Ja, sing es dir Schlaf rein gemacht. Braves Lady. Ja, wir haben einen Simsala. Ein Simsala. Ah, schön. Das Gehirn dieses Pokémon ist leistungsfähiger als ein Computer. Sein IQ soll bei etwa 5000 liegen. Ja, dem geben wir auch einen Spitznamen. Das stand auch auf der Liste von Maxi. Seine Lieblings-Pokémon. Deswegen ist das jetzt Maxi 2 quasi. Gut, dann haben wir jetzt die zwei Pokémon gesehen, die es hier gibt. Ja, ich will ja jetzt das auch nicht machen, sondern da wollte ich hin. Wobei Lady ganz schön einstecken musste. Armes Lady. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Gib es mir. Das ist so teuer. Kirsten schickt Pokémon in den Kampf. Ein Goldini. Das ist ja wieder Frühstück für Anna. Oh, ein Quapsel. Noch mehr Frühstück. Ein Sieb. Oh, sie hat ja alle süßen Wasser-Pokémon. Ich habe es vermasselt. Tja, kriege ich jetzt das Carbon? Mit dem Carbon habe ich die Initiative meiner Pokémon erhöht. Ja, das habe ich gesehen. Hallo. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ach, Vogel-Pokémon hat er. Vogelfänger Alma. Was ein Kackname. Ein Taubsi. Zalera macht über. Ich habe irgendwie Hunger auf Chicken Wings. Schön gegrillt. Noch mehr gegrillt. Ein Vogeltyp versagt. Gegen einen Glurak. Wie konnte das so passieren? Hallo. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Ja, das sagt man zu mir auch ab und zu. Auch ein Taubsi.
Und tschüss. Und tschüss. Ah, schön. Oh. Okay, auch tschüss. Oh, ich habe verloren. Wie konnte das so passieren? Aber sie hatte mal abwechselnde Pokémon. Und was steht hier? Route 13. Norden, Stille Brücke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf unserer spannenden Reise nach... ich habe den Ort vergessen, aber zur Safari-Zone. Bis dahin. Ciao.